Was werde ich sein, wenn dieser Körper stirbt? Ich werde ein Kiefer auf dem höchsten Gipfel des Pungneberges sein. Und wenn die Welt mit weißem Schnee bedeckt ist, werde ich alleine grün sein. Song Sammun. Eine Pflaumenblüte, die in der Eiseskälte blüht. Ein gerade gewachsener Bambus in seiner aufrechten Integrität. Loyalität und Integrität, für die man sein Leben riskiert. Maejukon Song Sammun. Song Sammun wurde 1418 geboren, dem Jahr, in dem König Sejong den Thron bestieg. Es wird überliefert, dass zum Zeitpunkt von Song Sammuns Geburt dreimal die Stimme aus dem Himmel zu hören war, die jedes Mal fragte, ist er geboren? Und er deswegen den Namen Sammun erhielt, was drei Fragen bedeutet. Mit 20 Jahren bestand er die Staatsprüfung mit Bestnote. Er zeichnete sich als junger Gelehrter am Jipyeonjeon aus und verfasste gemeinsam mit Shin Suk-ju und anderen Gelehrten das Yegi-Daemun-Ondu und leistete damit einen wichtigen Beitrag zur Schaffung des koreanischen Alphabets Hangul. Im Jahre 1453 kam es zu einem Staatsstreich, dem Kaeju-Jongnan. Prinz Suyang entriss seinem Neffen Tanjong gewaltsam den Thron. Die Untertanen rebellierten gegen Sejos Thronanmaßung. Song Sammun bekleidete das Amt des Tungbus Hyunji, der die Aufgabe hatte, König Sejo das königliche Siegel zu überreichen. Kaum in der Lage, einen Fuß vor den anderen zu setzen, hielt er das Siegel fest im Arm und schluchzte. Song Sammun, Pak Pingyeon, Ha Weiji, Yi Ge, Yu Songwon, Yu Eungbu. Sie verschworen sich heimlich, um Tanjong zurück auf den Thron zu setzen. Doch ihre Pläne wurden aufgedeckt. Obwohl sie grausame Folter erlitten, weigerten sie sich bis zum Schluss, Sejo, der den Thron mit betrügerischen Mitteln an sich gerissen hatte, als König anzuerkennen. Warum habt ihr mich verraten? Wir haben nur versucht, den vorigen König wieder auf seinen rechtmäßigen Platz zu setzen. Gibt es irgendjemanden auf dieser Welt, der seinen König nicht liebt? Wie könnt ihr dies dann als Verrat verzeichnen? Du hast doch als Untertan von mir Staatslohn erhalten. Wie könnt ihr mich als Untertan betrachten, wenn der alte König noch am Leben ist? Außerdem habe ich von euch keinen Lohn entgegengenommen. Wenn ihr es mir nicht glaubt, dann beschlagnahmt meinen Besitz und zählt mein Vermögen. Dennoch versuchte König Sejo, der ihre Fähigkeiten hochschätzte, die Sechs auf seine Seite zu bringen. Aber ihre sechs Gelehrten weigerten sich bis zum Schluss. König Sejo, der den Verlust ihrer Fähigkeiten bedauerte und sie retten wollte, schickte Shin Suk-ju, um sie zu überreden. Aber sie ließen sich nicht umstimmen und wurden hingerichtet. Hongjae Jeonseo. Sie wurden zum Tode durch Zerreißen verurteilt und ihre Überreste wurden von Kim Si-sip in der Nähe von Doryang-jin beigesetzt. Genau an dieser Stelle wurde der Sayuk-shin-Park errichtet. Jedes Jahr am 9. Oktober, dem Hangul-Tag, findet im Ujeolsa-Tempel in Sayuk-shin-Park eine Gedenkfeier an die Sayuk-shin statt, die an dem Glauben, dass man nicht zwei Königen gleichzeitig dienen kann, bis zuletzt festhielten. In unserer heutigen Zeit sind sie Verräter, aber in künftigen Generationen werden sie als loyale Untertanen betrachtet werden. Selbst König Sejo sah sich gezwungen, die Loyalität und Integrität dieser Männer anzuerkennen, die sie selbst im Angesicht des Todes bewahrten. Heute erinnern sie uns daran, wie wichtig und wertvoll Vertrauen in der heutigen Zeit ist, in der wir bei der Verfolgung von eigenen Interessen leicht unsere Integrität verlieren können.